Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Wir haben heute einige sehr, sehr spannende Neuigkeiten vor der Brust. Bitcoin hat die 35.000 Dollar Marke mal wieder zurückerobert. XRP zeigt ein Lebenszeichen und es sieht fast so aus, als würde der im letzten Video angesprochene Pump vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt sein. Außerdem gibt es einige sehr, sehr bullische News bezüglich dieser ganzen SEC-Geschichte. Wir gucken uns mal an, welche Überflieger diese Woche Vollgas gegeben haben im Crypto-Space. Und ich habe noch einige weitere Neuigkeiten, zum Beispiel ein ernüchterndes Ergebnis in El Salvador. Ihr erinnert euch, Bitcoin wurde dort eingesetzt. Wir schauen uns mal sozusagen das Fazit an und endlich Sam Bankman-Fried wurde schuldig gesprochen. Auch dazu kurze kleine News. Also, falls du neu auf dem Kanal bist, hier erwarten dich immer spannende, brisante Neuigkeiten. Außerdem versuche ich euch mein Wissen, das ich die letzten Jahre angesammelt habe, immer mal wieder zurückzugeben und euch ein bisschen auf dem neuesten Stand zu halten. Insbesondere XRP und ISOCoin-Content schauen wir uns hier ganz besonders an. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und falls ihr Mehrwert am Ende des Videos seht, lasst mir doch gerne ein Like da. Aber jetzt würde ich mal sagen, starten wir direkt rein. Bitcoin 35.177 Dollar, läuft doch schon wieder etwas ruhiger als die Woche zuvor, aber nach wie vor im grünen Bereich. Der Oktober hat jetzt quasi dem Moonvember die Hand gegeben und es läuft also genauso weiter wie im Oktober aufgehört. Also bislang läuft es genau wie antizipiert. Quartal Nummer 4 ist bisher sehr stark und vor allem wachen auch die Altcoins mal wieder auf. Hier sehen wir mal die letzten 7 Tage. PancakeSwap ist wieder zurück. Neo ist mal wieder back mit knapp 60% und Multiverse, der jüngste Performer, allein heute glaube ich über 30%. Da ist richtig die Kursexplosion in den letzten 24 Stunden und auch Immutable performt ganz gut. Ich habe dazu auch gleich nochmal eine Neuigkeit. Na, ihr seht es auf jeden Fall kurzum, es läuft richtig gut. Solana wieder über 40 Dollar. Und offen gesagt sieht es jetzt fast so aus wie die Wende, die jetzt wirklich auch nochmal bestätigt wurde, denn wir haben jetzt wirklich nachweislich mehrere Tage in Folge, die sehr gut liefen und das hatten wir offen gesagt lang nicht mehr. Also, Gratulation an jeden Einzelnen von euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir wollen den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Wir wissen ganz genau, wie schnell es auch mal wieder in die andere Richtung gehen kann. Aber Freunde, lasst es uns einfach mal genießen. Es ist endlich mal wieder so, dass es ein bisschen Spaß macht, ins Portfolio zu schauen und sich die Investments und das Akkumulieren so ein Stück weit auszahlen. Sehr, sehr geil. Ja, für alle, die es mit XRP halten, da läuft es momentan auch ziemlich gut. Wir haben allein heute etwa 4-5% gemacht, sind jetzt bei über 64 Cent. Wir sind hier gerade an so einem Schlüsselwiderstand. Sollten wir den hier brechen, also um die 64,3 Cent. Wir haben es ja bereits versucht, wurden aber direkt zurückgewiesen, also rejected. Sollten wir die 64 Cent ordentlich nehmen und einen ordentlichen Sprung machen, wäre wie von mir auch im letzten Video bereits antizipiert die 75 Cent Marke in etwa das nächste größere Ziel. Und auch wenn es einige vor ein paar Tagen wahrscheinlich noch belächelt haben, es ist einfach so, wie es ist. Es gibt nach Bitcoin eben einige Altcoins, die performen meistens gerade so die Top 50, Top 100. Die haben dann immer mal wieder so ihre Momente. XRP jetzt mal wieder zweistellig im grünen Bereich. Und so sagt man, Kleinvieh macht auch Mist, wenn die jetzt jede Woche zweistellig im grünen Bereich sind, kann ich damit leben. Solana hat sich ein bisschen abgekühlt. Im Peak waren die, glaube ich, knapp bei 44 Dollar. In der Kalenderwoche 44. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber auch zum Beispiel Cardano oder viele andere Projekte holen langsam auf. Und ich denke, das ist auch ziemlich naheliegend. Ich meine, die allermeisten Leute sind nun mal in diesen Top-Projekten investiert. Und dementsprechend, gerade wenn das Geld in den Markt kommt, schaut man sich natürlich an, welche Investments sind vielleicht etwas weniger risikoreich als zum Beispiel ein ganz neuer Coin, der sich noch gar nicht richtig etabliert hat. Risiko hat man immer, aber dadurch gehen natürlich die Gelder meistens in die Top-Projekte. Und das ist dann meist der Grund, warum eins nach dem anderen zündet. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass XRP auch sehr zeitnah einen richtig großen Angriff wagen wird. Kommen wir mal ganz kurz zu diesem Gauner hier, Sam Bankman-Fried. Er ist jetzt offiziell schuldig gesprochen und zwar in allen Punkten. Es gibt jetzt bis zu 110 Jahre Haft oder so, die ihm wohl bevorstehen. Aber wir wissen ja, am Ende kommt es dann wahrscheinlich doch ganz anders. Obwohl er jetzt schuldig gesprochen wurde, gibt es trotzdem noch bis März irgendwie so einen Aufschub. Da wird es dann erst offiziell gemacht. Wer weiß, was bis dahin passiert. Wer ihn vielleicht bis dahin begnadigt oder sonst was. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Der Typ wurde schuldig gesprochen. Und auch ein sehr interessantes Datum, an dem er schuldig gesprochen wurde. 3.11., also 33. Diejenigen von euch, die sich mit Numerologie beschäftigen, wissen auf jeden Fall, was ich meine. Aber das Theaterstück scheint nun ein Ende zu nehmen. Wie es weitergeht mit der Börse FTX, steht noch in den Sternen. Es gibt durchaus den Versuch der Insolvenzverwaltung, irgendwie einen Käufer zu finden für FTX, um quasi FTX 2.0 auf die Beine zu stellen. Bislang ist dazu nichts bekannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Börse ohne Sam Bankman-Fried vielleicht nochmal zurückkehrt. Aber das ist natürlich nur pure Spekulation. Ja, Spekulation ist auch das hier. Ihr kennt ja wahrscheinlich das Spiel GTA. GTA 5 gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile 12 oder 13 Jahre. Es soll wohl im nächsten Jahr so zumindest so ein bisschen die Leaks da irgendwie GTA 6 kommen, nach Ewigkeiten.
Und unter anderem soll es nicht nur geilere Grafik geben und geilere Zusätze und so ein Kram, sondern es soll auch die Möglichkeit geben, irgendwie Kryptos dort einzusetzen. Jetzt wird darüber philosophiert und spekuliert, welcher Coin es sein könnte. Und da kommen wir mal auf diesen Coin, den ich hier eben ansprach, Immutable. Angeblich sei wohl Immutable damit in Verbindung gebracht worden, also IMX, dass der verwendet wird. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Berichte, dass angeblich Veracity damit in irgendeine Verbindung gebracht wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall scheint die Realwelt und die Kryptowelt immer mehr miteinander zu machen und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Apropos Realwelt und Krypto, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel gescheitert. Ernüchternde Studienlage in El Salvador. Ihr erinnert euch, El Salvador, meines Wissens nach das erste Land, das Bitcoin tatsächlich offiziell als Zahlungsmittel anerkannt hat. Und dementsprechend gab es viele Bitcoin-Touristen, die dann nach El Salvador gegangen sind. Aber die Studie, die jetzt rauskam, ist ziemlich ernüchternd. Nur etwa 22% der Menschen in El Salvador haben überhaupt in dem letzten Jahr Kryptowährungen benutzt. Dabei legten sich die politischen Entscheidungsträger durchaus ins Zeug, wenn es darum ging, den Bürgern die Cyberdevisen schmackhaft zu machen. Am wichtigsten dürfte die Prämienhöhe von $30 gewesen sein, welche die Salvadorianer erhielten, nachdem sie die Chivo Wallet heruntergeladen haben. Übrigens läuft die Chivo Wallet meines Wissens nach über Algorand. Sehr interessant auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt. Ja, Freunde, es geht sofort weiter. Ganz kurzer Einschub. Decent Wallet hat sich was richtig Feines ausgedacht. Nicht nur, dass ihr nach wie vor kostenlosen Versand habt, sondern zusätzlich gibt es jetzt auch noch eine Algorand-spezifische Aktion. Und zwar erhaltet ihr bei jedem Kauf von einem Decent Wallet 200 Algo for free. Aktuell steht der Algo-Kurs bei etwa 12 Cent die Einheit, dementsprechend also roundabout $24-25. Und zusätzlich gilt natürlich weiterhin der FFTK-Rabatt für alle Zuschauer. Link zum Decent Wallet findet ihr hier unten in der Videobeschreibung und weiter geht's. 78% der Menschen, die von der Existenz dieser App wussten, starteten den Download. Wie die Infografik aufzeigt, haben allerdings nur 20% der Befragten die Chivo Wallet auch nach der Ausgabe ihres Bonuses noch benutzt. Also, kurzum, das Ganze war ein bisschen viel FOMO, bisschen viel mediales Aufsehen. Am Ende wird das einfach nicht umgesetzt. So richtig genutzt wird das nicht als offizielles Zahlungsmittel und wenn überhaupt, dann nur sehr wenig. Selbst die 22% haben in dieser doch sehr schwammigen Zeitspanne von 12 Monaten zumindest einmal das Ding benutzt. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie das aktiv verwenden. Da wird es wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich sein. Aber negativ sehe ich das nicht. Nur es zeigt mal wieder, dass wir noch nicht ganz so weit sind, wie wir uns das vorstellen. Und für El Salvador war es nicht verkehrt. Ich meine, die haben sich sehr, sehr viele Leute mit viel Geld ins Land geholt. War eine coole PR-Aktion unterm Strich und tut dem Land wahrscheinlich als solches gut. Ja, blau-weiß, da sind wir auch direkt beim XRP-Update und da habe ich mal was Spannendes für euch. Und zwar gab es einen Space bei Twitter, bei dem unter anderem Elon Musk dabei war, Christine Lagarde, David Schwartz und alle großen Gesichter, die wir so kennen. Und alle haben gemeinsam einen Talk geführt und ich gebe euch das jetzt mal, was Elon erzählt hat. Und das hören wir uns jetzt mal an und ich werde auch parallel dazu hier das hier einmal öffnen. Da könnt ihr quasi auf Deutsch mitlesen, was er erzählt. So Elon, one of the things that I think everyone was kind of curious about is, do you see X in the future using a crypto like Doge or maybe a Bitcoin Lightning Network or something like that? You know, we're all about pushing the boundaries of technology. And I've been having some fun playing around with Doge on the side, but to be completely transparent, it's not ready to handle payments on X. And the Lightning Network, it's nowhere near what we need. It's a total fucking joke right now, really. What are you? So, I was smoking a little pot with David Schwartz and he was explaining XRP to me. At this point, I think XRP might be the only real chance. I'm excited to explore the possibilities. Okay, Freunde, ihr habt es mitbekommen. Elon Musk hat dann einfach mit David Schwartz eine Pfeife geraucht und danach haben die den gemeinsam überlegt, dass sie XRP einsetzen. Natürlich ist das hier nur eine Parodie, fand ich aber sehr gelungen und hat auf jeden Fall die Runde gemacht. Einige waren total aufgeregt und haben das direkt geteilt und dachten, das wäre real. Aber allein die Listener und die Gesprächspartner sollten einem schon klar machen, dass die sich sicherlich nicht auf einem Space rumtreiben. Aber sehr interessant auf jeden Fall und so ganz abwegig finde ich das Ganze gar nicht, denn wir wissen ja die Connections zwischen Ripple und Peter Thiel. Peter Thiel wiederum sehr eng mit Elon Musk und sofern liegt also die ganze Thematik um XRP gar nicht, zumal er sich auch meines Wissens nach nie offiziell geäußert hat. Wer weiß, was seine Pläne sind, aber das hier soll natürlich nur ein Joke sein, Freunde. Kein Joke ist, dass das Kuwait Finance House Ripple ein Weltklasseunternehmen nennt, inmitten einer Partnerschaft für sofortige grenzüberschreitende Zahlungen. Die Kuwait Finance House hat einfach mal 8,2 Milliarden Marktkapitalisierung, existiert bereits seit 1977 und beschäftigt 16.000 Mitarbeiter. Großes Haus, kooperieren jetzt mit Ripple für den Bereich grenzüberschreitende Zahlungen und loben sie in höchsten
Tönen. Vom 8. bis 9. November in diesem Jahr ist auch zusätzlich noch das Ripple Swell Event in Dubai. Also wir sehen, dass immer mehr wohlhabende Nationen sich auch zu dem ganzen Thema äußern und ich denke mal, das sind extrem bullische News und es wird noch ein bisschen bullischer mit den nächsten Neuigkeiten, die ich für euch habe. Zum einen kursiert im Internet immer mal wieder die Zahl 770 Millionen. Angeblich ist es das, was die SEC möchte. Die möchte von Ripple 770 Millionen haben, damit sie das Ganze beilegen. So zumindest die Infos, die man so im Netz findet. Dazu gibt es eine Expertenaussage von einem gewissen Mubarak. Er argumentiert, dass das Ganze sinnlos wäre, beziehungsweise so nicht klappen kann, da es keine Investoren gibt, die in der Form geschädigt würden, als dass man jetzt 770 Millionen Dollar fordern kann. Denn eine solche hohe Summe kann man eigentlich nur dann fordern, wenn eben irgendwelche Geschädigten entschädigt werden sollen von dem Geld. Und da das nicht der Fall ist, hat man dementsprechend auch keine Grundlage, um eine solche hohe Forderung zu stellen. Das zumindest mal die Aussage eines Experten und das Ganze wird nochmal gedeckt durch das hier. XRP-Klage, Rechtsexperte sagt, dass die Einigung in Höhe von 20 Millionen Dollar einen 99,9%igen Gewinn für Ripple darstellt. Johnny Deaton sagt folgendes, die Leute, die argumentiert haben, dass die SEC im Ripple-Fall einen 50-50-Sieg errungen hat, liegen zu 100% falsch. Es war eher ein 90-10-Sieg zugunsten von Ripple. Wenn Ripple am Ende 20 Millionen Dollar oder weniger zahlt, ist es ein 99,9%iger Rechtssieg. Ich denke auch, es wird irgendeine Einigung geben. Ich habe gar keine Ahnung, welche Summe man da in den Raum werfen kann, aber diese Hunderte oder 700 Millionen oder was auch immer, das halte ich schon für ziemlich utopisch. Ja, diese Meldung macht bei Crypto-Twitter gerade überall die Runde mit diesem 20-Millionen-Vergleich. Wir werden mal abwarten. Am 9. November steht ja mal wieder eine Deadline ins Haus, dass eventuell da zwischen SEC und Ripple irgendwas kommen kann. Ich bin allerdings jetzt ein bisschen skeptisch, seitdem ich weiß, dass Ripple Swell am 8. und 9. ist. Ich meine, die können sich ja nicht dreiteilen. Ich glaube, die sind alle vor Ort in Dubai. Weiß nicht, ob die Anwälte das dann ohne die CEOs und so weiter klären, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der 9. November noch gar nichts weiter bringt, außer einen neuen Aufschub oder ähnliches. Aber wir werden es mal abwarten, ist ja nicht mehr lang. Am Mittwoch oder Donnerstag wissen wir mehr. Dann kam das hier noch. Breaking: Federal Reserve bestätigt die Verwendung von XRP weltweit unter Verwendung des ISO 4217 Standards. Die Verwendung von XRP durch die Vereinigten Staaten ist geplant, ab 31. Dezember 2023 zu beginnen. Man sieht, dass es ein etwas jüngeres Schriftstück ist vom 24. Oktober. Also alle internationalen Währungen werden nach diesem 4217 Standard in einen Ticker mit drei Buchstaben verwandelt. Ob da jetzt wirklich was dran ist, ich weiß es nicht. Die Ausschnitte, die der Typ hier geteilt hat, sind jetzt nicht so aussagekräftig und ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Man müsste sich natürlich mal das gesamte Schriftstück anschauen. Wenn ihr dazu irgendwas habt, schickt mir mal sehr gerne. Da werde ich mir das anschauen und gegebenenfalls auch noch etwas genauer darauf eingehen. Ja, dann habe ich zu guter Letzt nochmal den CEO von MoneyGram. MoneyGram war ursprünglich mal der Katalysator für Ripples oder XRPs Anstieg auf knapp 3,60 Dollar, denn damals hieß es, MoneyGram und Ripple machen jetzt gemeinsame Sache und damals war dann auch kurz danach das Allzeithoch von XRP drin. Dann kam der SEC-Fall und plötzlich wollte MoneyGram nichts mehr mit Ripple zu tun haben, hat sich dann von denen abgesondert und hat sich dann einen neuen Partner gesucht und wer war wohl der naheliegendste Partner? Richtig, Stellar Lumens. Dementsprechend haben sie mit der Stellar Foundation dann eigentlich da weitergemacht, wo sie mit Ripple aufgehört haben und mit XRP. Naja, und der CEO von MoneyGram ist jetzt in einem Interview zu Wort gekommen und das war auf dieser Stellar Convention. Ihr erinnert euch, Stellar hatte jetzt auch vor kurzem so eine Art Swell-Event. Das nennt sich bei den Meridian und unter anderem hat auch der Typ gesprochen. Und in diesem Zusammenschnitt, den wir jetzt hier sehen, sieht man einmal, wie er 2019 geredet hat. Und dann sieht man nochmal, wie er 2023 redet und wie der Typ sich nicht nur oberflächlich, sondern auch extrem inhaltlich widerspricht. Sehr, sehr interessant und ein bisschen was zum Lachen. Obviously, we're doing a lot with ODL today and also pushing into RippleNet as well in the coming weeks and months. The thing I love about ODL at the moment is that we're sort of completely in the forefront of this. As we go around and talk, I think there's a lot of skeptical people out there still and you know, I'm here to say, I guess I was one of them and now I am not. Also, er sagt, ODL ist super spannend und so und ich war selber ein Skeptiker vorher, aber ich sag ganz ehrlich, es gibt viele skeptische Menschen da draußen. Ich war einer von euch, aber meine Meinung hat sich komplett geändert. Das hat er 2019 gesagt und jetzt mal gucken, was er 2023 vor ein paar Tagen gesagt hat. Do you think Ripple could make a comeback? There's a lot of FX volatility in that stuff. To be able to see transactions go to, you know, for example, US to Mexico, which is the biggest corridor we have right now. We're moving, you know, $350 transfers to Mexico literally, you know, every second, you know, sub-seconds. We're moving just
and settling, you know, billions of dollars. Also im Interview vor ein paar Tagen sagte also, Ripple, ich weiß nicht, ob die nochmal ein Comeback starten. Die sind ein bisschen zu volatil und so. Vor ein paar Jahren hat er auch gesagt, dass aufgrund der Geschwindigkeit alles reibungslos funktioniert und einer der größten Zahlungskorridore in Richtung Mexiko einwandfrei läuft. That's probably the single biggest challenge that we had, you know, using that was we were trying to look at cross-border use cases and you go from, you know, US dollar to a peso like we do today, you got to buy pesos, you have to play pesos into the market. There's an FX cost to that. Well, you think when you go into the crypto world, you could eliminate the FX cost. The reality is you can't because that coin's moving around in value. So, you know, for us, I think getting US to Mexico up, I think we're pushing almost today about 10% of our volume that we normally do to Mexico through the ODL platform. It's working extremely well. We've now opened into four new corridors that we're beginning to scale. And I think that those will continue to ramp in the... Also vor ein paar Tagen sagte er, es ist alles viel zu volatil, man kann es gar nicht richtig nutzen. Damals meinte er, wir nutzen es aktiv, wir haben 10% unseres Volumens bereits darüber laufen und wir wollen jetzt auch noch einige neue Korridore eröffnen. Also worum es hierbei geht, ihr könnt euch gerne das ganze Video anschauen, ich werde das in der Telegram-Gruppe verlinken. Es geht einfach darum, dass der Typ sich komplett widerspricht. Man hat irgendwie das Gefühl, dass der Typ nicht so richtig die Wahrheit rausrücken will, ja, und alles so ein bisschen hinbiegt, damit es sich irgendwie plausibel anhört. Aber lieber CEO von MoneyGram, viele haben es hier schon geschrieben, wem willst du eigentlich für doof verkaufen, ja? Würde er generell sagen, wir haben Abstand genommen von Kryptos, weil es dann unterm Strich doch nicht so wirklich gut lief, weil es doch zu volatil war, okay. Aber wisst ihr, wo ist der Unterschied zwischen XRP und XLM? Technisch sowieso so gut wie gar nicht und auch was die Volatilität betrifft, würde ich sogar fast sagen, ist XRP sogar noch ein Ticken stabiler. Naja, Freunde, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Gebt ihr ihm recht oder labert der Typ nur Müll? Und zusätzlich, ich kann es leider nicht abspielen aufgrund der Musik, die da drin läuft, werde ich auch gleich bei Telegram verlinken. Ein unglaublich witziges Video, hat heute meinen Tag gerettet. Ja, gebt es euch auf jeden Fall. Telegram-Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Sehr, sehr witziges Video auf jeden Fall. Ja, Freunde, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt heute. Ihr seht schon, während der Aufnahme hat XRP nochmal den nächsten Angriff gewagt. Wir sind jetzt tatsächlich schon über der 0,64311. Drücken wir mal die Daumen, dass es so weiterläuft. Wäre doch ziemlich geil für uns alle und vor allem längst überfällig. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Sonntag für den Rest, einen super, super geilen Start in die neue Woche. Und ihr erinnert euch noch an meinen Wunsch zu Beginn des Videos. Solltet ihr einen Mehrwert gehabt haben im heutigen Video, dann lasst es mich doch wissen durch ein Like. Ansonsten bleibt mir gesund, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!